So, nicht erschrecken, ich drehe jetzt. Zack. Also, jetzt haben wir hier den Experten, Stefan Schimmer. Ja. Und du hast alle Gerätschaften, um das hier, den groben Kram, sage ich mal, wahrscheinlich im Fallen auch, wieder so herzustellen, dass wir hier arbeiten können. Ja. Das war ja angekündigt, dass wir uns heute Mittag treffen. Du fräst hier die Bäume runter. Richtig. Das heißt, dann ist nur noch so ein platter Wurzelteller da sozusagen. Genau. Und Und ja, im Anschluss werden wir dann mit der Rodungsfräse hier mal drüber gehen. Dann können wir also auch noch ein Stückchen weit, sage ich mal, die Stöcke in den Boden wegnehmen, dass man nachher auch dann vernünftig drüber wieder Gras oder Wiese ansäen kann. Und ja, das wären die ersten Schritte. ja, das heißt, du fräst jetzt den Boden durch, dann kann ich den mit dem Laserschild so ein bisschen planieren, ne? Mit dem Laser kann ich hier wenig machen, weil hier das 3D-Modell mehrere Achsen hat als zwei, würde ich mal sagen. Aber ist nicht schlimm. Was bräuchten wir? Leute, die dann vielleicht hier die Äste absammeln? Ja, genau. Also müsste vielleicht vorher ein bisschen abgesammelt werden, Draht und sowas, weil das sich alles sofort in die Maschine, in den Mulcher einwickeln würde. Und damit ist Arbeiten dann unmöglich. Also ich sag mal Draht, Metall und sowas, das müsste mal alles abgesammelt werden. Und dann im Nachgang, wenn also mit der Rodungsfräse drüber ist, dann werden also noch Holzstücke oben drauf liegen. Die müssten halt eben abgesammelt werden. Ja, morgen früh 8 Uhr wolltest du anfangen, ne? Wir wollten morgen früh 8 Uhr mit dem Forstmulcher anfangen. Kleiner Wind mit dem Zaunfall nach Hause. Beate, vielleicht bin ich morgen früh doch nicht zu Hause. Ja. Mal gucken, weil es interessiert mich auch einfach, wie das funktioniert. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon, ne? Und ja, und wenn wir das runter haben, dann habe ich eigentlich auch dann noch vor, nochmal die Maschine zu wechseln. Und das Wetter lässt das morgen noch, denke ich, zu. Nächste Woche melden sie viel Regen. Das ist dann nicht mehr so gut. Du bist ja sowieso schwer aktiv, höre ich gerade. Ne? Du warst eben, ne, gestern im Kindergarten, hast da geholfen, ne? Warst in Bad Münstereifel Ja, helfen, in in Schleiden. Schleiden. Schleiden, ja. Also auch seit 11 Wochen immer mal wieder im Einsatz oder Immer wieder. konstant? Immer wieder. Und dein Betrieb ist hier bei Hürtgenwald, meine ich, ne? Wir sind in Hürtgenwald, hier von hier aus, also von Müller-Zütter aus, 10 Kilometer weg. Ja. Ja. Wie ist denn dein Eindruck so generell? Läuft das alles mit der Hilfe und mit der Koordination und Freiwillige und? Ja, ich denke, Freiwillige ist mittlerweile, das ist eigentlich fast kein Thema mehr. Die sind da, überall. Und vielleicht immer noch zu wenig, ja. Das ist natürlich, anfangs war wesentlich mehr. Das Ganze ebbt jetzt natürlich auch wieder was ab. Aber ja, es geht in kleinen Schritten weiter. Hier sieht es ja auch katastrophal aus. Ne? Wenn wir hier mal, ich filme nur mal hier rüber, vergrößere mal für euch, damit ihr seht, also dem Ahrtal steht das hier nichts nach. Ne? Das hätte jetzt auch hier eine Aufnahme aus dem Ahrtal sein können. Ich meine, du bist ja jetzt hier viel rumgekommen, in der Eifel. Sieht das überall so krass aus oder ist es hier wieder speziell oder wie schätzt man das ein? Nein, es ist überall hier eigentlich, überall an den Bachläufen, an der Ficht hier. Ich sag mal, die ganze Talachse Richtung Stolberg runter, Eschweiler, das ist überall eigentlich ein einheitliches Bild. Und in dem einen Ort mal mehr, in dem anderen Ort weniger Verwüstung, aber im Grunde von vorn bis hinten eine Katastrophe. Ja, gucken wir mal, dass wir hier die 6000 Quadratmeter mal in Ordnung kriegen, ne? Das heißt, morgen macht es überhaupt keinen Sinn, wenn Material geliefert würde. Wir lassen dich mal morgen hier wirbeln, bis du sagst, so, ich bin durch. Und dann gucken wir einfach, wie es weitergeht, ne? Die WhatsApp-Gruppe gibt es übrigens noch nicht. Wollte ich schon mal allen sagen, die mich fragen, weil ich möchte einfach sammeln. Sonst müssen wir immer in der WhatsApp-Gruppe wieder alles neu kommunizieren, weil wieder neue Leute dazukommen. Ich gebe mal irgendwie einen Stichtag durch. Was soll man sagen? Bis Montag oder Dienstag. Montag eröffnen wir die WhatsApp-Gruppe. Also gebt uns da nochmal einen Hinweis, dass wir immer nur einmal kommunizieren. Sonst wird das irgendwie vielleicht auch nur für mich zu nervig, weil ständig mein Telefon wackelt. Wir sind auf jeden Fall guter Dinge. Und vor allem jetzt, wo du hier bist, bin ich total guter Dinge. Ich finde das so krass. Du sagst ja, ich komme vorbei. Ich weiß nicht, ob du das bei Facebook mitgekriegt hast oder gar nicht oder Ja, keine. ich habe es auch bei Facebook gesehen, Aber ja. bist du auch bei Facebook? Ja, schon. Okay, so kommt alles raus hier. Nee, und dass das einfach so auf kurzem Dienstweg klappt, ne? Ja, muss auf kurzem Dienstweg klappen. Wenn das lange Dienstwege wären, dann glaube ich,
wären wir in 10, 15 Jahren noch nicht weiter. Ja. Dann sieht das an vielen Ecken noch genauso aus. Das ist wie mit der Leverkusener Brücke in Köln. Ne? Ich frage mich immer, wie man Köln am Zweiten Weltkrieg so schnell wieder aufgebaut hat. Ne? Ja, da waren die Dienstwege kürzer. Ja, ist so. Ja, ne gut. Ich sag mal, ihr habt jetzt einen Überblick. Wie gesagt, Menschen morgen vielleicht hier ein paar Leute zum Aufsammeln wären ganz gut. Ja, ne? Wenn dann im Nachgang ein paar Leute aufsammeln könnten. Also morgen früh dann, ich sag mal, eine Handvoll, die hier mal drüber laufen. Also keine 30 Leute, wenn das 5, 6 Leute sind, die hier mal drüber laufen. Ja, genau. Wenn es mehr werden, da ist auch noch Arbeit auf der anderen Seite. Ja, da habe ich jetzt gar keinen Kontakt. Hast du den oder was? Ja. Da hat ich auch mit der Besitzerin schon gesprochen. Da hat ich ja letzte Woche ein Video drüber gemacht. Also da wurde auch Hilfe benötigt. Das geht sich aber da primär darum, ja, Trümmerteile aufzusammeln, das Gelände einfach sauber machen. Okay, also morgen alle Leute ruhig kommen, wenn wir hier fertig sind, drüben weitermachen. Müssen wir aber der Dame Bescheid geben, ne? Ja. Regelst du dann? Ne? Fahren wir gleich dann vorbei, können wir kurz anhalten. Echt? Ja. Kommt man da noch hin? Nee, direkt hier in der Straße vorne. Ach so, okay. Auf der trockenen Seite. Ja. Also, morgen schönen Familienausflug machen und einfach hier helfen. Er macht's ehrenamtlich, ne? Auf jeden Fall. Mega. Also, total krass. Wie gesagt, bisschen Werbung für deine Firma. Was machst du alles? Ja, was machen wir alles? Alles, was so im forst- und kommunaltechnischen Bereich zu machen ist. Gartenlandschaftsbau machen wir. Und ja, das sind eigentlich so die Hauptstadt. Aber ich denke, du bist gut ausgelastet, oder? Ja, gut ausgelastet, das muss man so sagen. Stefan Schimmer, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei bist. Mit deiner Mannschaft, mit deinen Maschinen. Ja, alles weitere ergibt sich dann. Wir halten euch auf dem Laufenden.